Und wir gehen einmal rein in diesen Fall, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie tief dieser Abgrund tatsächlich war. Also Nürnberg, 9. September 2000. Der türkische Blumenhändler Enver Şimşek wird mit 8 Schüssen kaltblütig hingerichtet, so muss man es formulieren, und ist das erste Opfer der rechtsextremen NSU, der Auftakt zu einer beispiellosen Terrorserie. Semja Şimşek ist gerade mal 14 Jahre alt, als sie ihren Vater auf diese Art und Weise verliert. Und der Albtraum geht weiter. Die Beamten vermuten zunächst, dass ihre Mutter zusammen mit ihrem Onkel in den Mord verwickelt sein könnte. Und die Anschuldigungen machen Semjas Mutter in der Folge krank. Sie erkrankt an Depressionen. Spekulationen über angebliche Drogengeschäfte belasten die Familie. Die Ermittlungsbeamten und der Verfassungsschutz schließen ein rechtsextremes Motiv aus. Selbst als die Ceska bei weiteren Morden an Migranten eingesetzt wird, rückt die rechte Szene immer noch nicht ins Visier der Ermittler. Die sogenannten Dönermorde gehen weiter. Am 4. November 2011 erst kommt endlich die Wahrheit ans Licht. Nach 11 Jahren voller Ermittlungspannen sind die mutmaßlichen Täter identifiziert. Uwe Mundlos, Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt. Ihr Motiv: Ausländerhass. In Berlin findet eine zentrale Gedenkfeier für die Opfer der NSU statt. Semja Şimşek hält eine bewegende Rede und erinnert an ihren Vater und sagt etwas, was die Öffentlichkeit bisher nicht wahrhaben wollte. 11 Jahre durften wir nicht einmal rein Gewissensopfer sein. Immer lag da die Last über unserem Leben, dass vielleicht doch irgendwer aus meiner Familie, aus unserer Familie, verantwortlich sein könnte für den Tod meines Vaters. Ja, wir begrüßen Sie noch einmal sehr, sehr herzlich, Semja Şimşek, die heute bei uns ist. Semja, dieser letzte Satz. Wir durften nie reinen Gewissens Opfer sein. Wie sehr hat Sie das belastet, diese Tatsache, dass man nie das Gefühl haben konnte, wir haben damit nichts zu tun und sucht jetzt bitte endlich mal an der richtigen Stelle? Also ich muss erst sagen, wir haben relativ früh schon 2003 gesagt, ermitteln Sie bitte doch mal gegen Ausländerfeindlichkeit. Dann kam immer die Ausrede, nein, nein, das kann keine Ausländerfeindlichkeit sein, da fehlt ein Bekennerzeichen. Und ich muss sagen, wir durften wirklich nie reines Gewissens Opfer sein. Weil wir einfach, wir mussten jahrelang meinen Vater rechtfertigen. Wir mussten sagen, nein, wir kennen ihn zu gut, er ist kein Krimineller, er kann kein Krimineller gewesen sein. Es war für mich ein vorbildlicher Vater. Es war, er war wirklich ein sozialer Mensch, er war total mein Vorbild. Mhm. Und Ihr Vater, muss man einmal sagen, war Blumenhändler, Blumengroßhändler, hat eine Blumengroßhandlung betrieben und war deshalb auch häufiger beruflich in Holland, in Amsterdam unterwegs, da wo man Blumen üblicherweise in größeren Mengen kriegt, und hatte natürlich auch größere Mengen Bargeldes zu Hause, auch die man einfach braucht, um dann solche Geschäfte abzuwickeln. Das heißt, aus der Ecke kam dann diese Vermutung, Holland, Drogen, so einfach war das? Also er ist wirklich jeden Montagabend nach Holland gefahren und kam erst immer Dienstagabend. Und man dachte, okay, er fährt regelmäßig nach Holland. Warum kann es denn nicht sein, dass er Drogen rübergeschmuggelt hat? Kann doch sein. Mhm. Und er hat so viel Bargeld. Kann man überhaupt mit Blumen so viel Bargeld verdienen? Oder hat er das doch mit Drogen verdient? Und das hat wirklich so gepasst, dass Holland, die Niederlande, einfach ein Rauschgiftland ist. Und so ist man auf diese Spur gekommen. Aber nachweisbar gab es gar nichts. Mhm. Wobei das jetzt gar nicht so gemeint ist, wie es klingt. Also Holland ist wahrscheinlich ein Rauschgiftland, wie jedes andere auch. Auf jeden Fall wird an der Geschichte klar, dass man sich sehr viel der üblichen Klischees einfach bedient hat und eben auch gesagt hat, nein, die haben da untereinander irgendwelchen Ärger. Wie erinnern Sie sich, wenn wir jetzt einmal einen Sprung zurück machen, an den 9. September 2000? Also ich habe das selber persönlich erst am 10. September mitbekommen. Ich wurde nachts aus dem Schlaf geweckt und damals war ich noch im Internat. Mhm. Und es hieß, ich soll auf jeden Fall meine Sachen packen und meinen Pass mitnehmen. Und dann dachte ich, warum soll ich meinen Pass mitnehmen? Die Sommerferien sind doch schon längst rum und Urlaub ist nicht geplant.
Und naja, habe ich einfach alles eingepackt in die Tasche und wurde vom Cousin meines Vaters abgeholt. Was hat man Ihnen gesagt? Was war der Grund für diese Reise zurück nach Nürnberg? Man hat gesagt, er sei krank. Und damals war ich ja noch 14 und ich habe einfach nicht weiter nachgefragt. Mhm. Und kurz vor Nürnberg hat man mir gesagt, er sei verletzt worden. Dachte ich, wie verletzt? Also wie kann er sich denn verletzen? Mhm. Aber weiter wussten die ja auch nichts. Und die haben mir dann wirklich keine Auskunft gegeben, bis ich auf der Intensivstation bei ihm war und die Schusswunden gesehen habe. Aber davor kam mir schon der erste Polizist entgegen, der mich befragt hat, ob mein Vater eine Waffe besitzt, ob wir zu Hause Waffen haben oder ob wir sogar Feinde haben. Dachte ich mit 14, Feinde, das kann ich doch nicht wissen. Also eine völlig absurde Situation, weil Sie nachts noch halb schlaftrunken dort geweckt Richtung Nürnberg gefahren werden und Sie niemand ja auch das vorbereitet, was da gleich kommt. Nein, ich wusste nicht, was ich da sehen werde. Mir wurde es erst dann klar, als ich wirklich auf der linken Seite von ihm war und die Schusswunden gesehen habe. Dann wurde es mir auch klar, wenn er es überlebt, überhaupt, dann mit einer großen Behinderung. Mhm. Man hat ihn dann sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass er es wahrscheinlich nicht überleben würde. Sie beschreiben auch, und auch das ist Teil der Wahrheit, und das kann man auch mal öffentlich erzählen, wie Sie Scheu davor hatten, Ihren Vater noch mal zu berühren und ihn zu trösten und wie sehr Ihnen das hinterher leid getan hat. Also wie groß dieser Schmerz auch war und auch bis heute ist über den Verlust eines Vaters. Und dann begann sozusagen der zweite Teil dieses sich schuldig fühlens und dieses Schmerzes, weil man dann anfing, Sie zu befragen und auf eine ganz subtile Art und Weise Ihnen zu verstehen gegeben hat, der war da möglicherweise in seltsame Dinge verwickelt. Von den Drogen haben wir bereits gehört. Ist es wahr, dass man Sie irgendwann mal konfrontiert hat mit dem Foto einer blonden Frau? Ja, das stimmt. Also nicht mich direkt, sondern meine Mutter hat man direkt ein Foto einfach vor die Nase gehalten, hat gesagt, gucken Sie sich mal die Dame an, kennen Sie? Und sie hat gesagt, nein, das ist die Frau Ihres Mannes. Sie haben noch zwei weitere Kinder. Das ist die Geliebte. Und meine Mutter kannte ja meinen Vater. Die Ehe war wirklich auf einer Vertrauensbasis. Und sie hat dann gesagt, ach so, wenn es so ist, dann sind es auch meine Kinder, die können dann bei uns einziehen. Und dann hat der Beamte gesagt, der war dann so verblüfft, so gestorben, hat gesagt, das war nur ein Trick, wir wollten nur testen, wie sie reagieren und ob sie uns doch was von der Spur erzählen. Das war einfach ein perfider Test, ja. um herauszufinden, was da möglicherweise noch für andere Hintergründe da sind. Der Mann ist gerade ermordet worden, Ihr Vater ist tot. Wie ging das in den folgenden Wochen weiter? Sie schildern, auch in Ihrem sehr bewegenden Buch, das Sie dazu geschrieben haben, Sie schildern, wie dann diese Ermittlungsbeamten teilweise ja fast bei Ihnen gelebt haben, wie die wie selbstverständlich am Tisch saßen und immer wieder die gleichen Fragen stellten. Warum? Also man hat gedacht, wir würden einfach was verschweigen. Man hat uns immer die gleichen Fragen gestellt, die gleichen Bilder gezeigt. Und wenn wir gesagt haben, wir wissen das nicht, wir wissen den Grund einfach nicht, warum das passiert ist, dann haben wir gespürt einfach, wir würden was verheimlichen. Und so, man hat uns das Gefühl gegeben, ihr verheimlicht was und wir bohren da jetzt nach. Aber es gab ja nichts zu verheimlichen. Ist aus heutiger Sicht natürlich völlig unverständlich, aus der Sicht der Ermittler damals natürlich auch nachvollziehbar, dass man versucht, in einem so spektakulären Mordfall ohne weitere Spuren irgendwann mal die Wahrheit ans Licht zu fördern, muss man auch mal an der Stelle sagen. Wie ging dann Ihr Leben weiter? Ihr altes Leben war mit einem Schlag beendet. Wie haben Sie dann versucht, zurück zu einer Normalität zu finden im Internat und wie Ihre Mutter? Also es war dann so, wir hatten wirklich jeden Tag die Ermittler zu Hause, das war gang und gäbe. Und wir haben auch dann auch immer mit denen zusammen gegessen, die haben Kaffee getrunken und nebenbei die Ermittlung so geführt. Und wirklich, das ging jahrelang. Irgendwann hat uns das auch nichts mehr so ausgemacht. Aber dann haben wir gesagt, hier, wir möchten das nicht mehr, das geht uns zu weit. Und wir müssen ja auch im Alltag weitermachen. Mhm. Also wir können nicht per Knopfdruck einfach diesen Leben ausschalten und sagen, okay, jetzt sind die Ermittler dran, sondern der Alltag geht weiter, ich muss mein Abi schaffen, ich muss studieren können. Aber es war wirklich eine sehr, sehr schlimme und anstrengende Zeit. Gerade für meine Mutter. Also wenn ich jetzt die Ermittlungsakten lese, dann denke ich, was hat die Arme durchmachen müssen?
Was haben Sie gesprochen und was haben Sie gedacht, als Sie mitkriegten, da passieren noch andere Morde, immer wieder auf Menschen mit Migrationshintergrund? Wie haben Sie das zu Hause diskutiert in der Familie? Also wir haben das ja nie von den Ermittlern so persönlich mitbekommen, sondern immer von den Zeitungen, von den Medien haben wir das so mitbekommen. Und das war wirklich immer ein Schock. Da kam immer so eine Titelseite, die Cesca war im Einsatz oder Mafia-Morde. Und wir mussten dann jedes Mal wirklich anrufen und fragen, was ist denn da passiert? Aus welcher Familie sind die? Kennen wir die Leute oder nicht? Mhm. Und jedes Mal war es wirklich grausam. Ich musste mir dann vorstellen, was die Familie jetzt, die Kinder durchmachen müssen, was ich vielleicht vor ein paar Jahren durchmachen musste. Mhm. Und bei jedem wirklichen Mord war 2-3 Tage, konnte ich nicht mehr mich auf den Alltag konzentrieren. Mhm. Wie haben Sie dann erfahren, dass diese braune Mörderbande, die da jahrelang unbehelligt durch Deutschland fahren konnte, gefasst worden war und dass das möglicherweise in einem Zusammenhang auch steht mit der Ermordung Ihres Vaters? Also wir haben das auch wieder zufällig erfahren. Wir hatten uns bei meinem Onkel für ein Nationalmannschaftsspiel Türkei gegen Kroatien, haben wir uns versammelt. Und da kam mein Bruder und sagte, ich habe was im Radio gehört. Angeblich sind die Täter gefasst. Ich habe ihm das gar nicht geglaubt, habe gesagt, ach, das stimmt doch bestimmt nicht, da wurde doch schon mal einer gefasst. Und dann haben wir uns wirklich hingesetzt, haben recherchiert und tatsächlich war es so. Mhm. Aber bis man uns wirklich was gesagt hat, wie es wirklich gewesen hat, dafür haben wir 5 Tage lang noch gebraucht, bis die ersten Ermittler zu uns kamen und uns informiert haben. Mhm. Und es gibt einen sehr starken Satz, der in eine ähnliche Richtung geht wie der, den wir eben gehört haben von Ihnen. Sie haben mal gesagt, auf einmal waren wir die guten Opfer und nicht mehr die Bösen. Ja, wir waren jahrelang die bösen Opfer und von einem Tag auf den anderen waren wir einfach die Guten. Auf einmal hat sich jeder um uns gekümmert. Ja, dann hatten wir haben Rückzahlung von der Versicherung bekommen, auf die wir vor 14 Jahren Anspruch hatten. Mhm. Wurden wir einfach vom Herrn Wolf angerufen und eingeladen in Schloss Bellevue. Oh, das war wirklich dann auf einmal toll. Aber ich habe das vor 13 Jahren gebraucht, einfach, dass jemand mich stärkt, zu mir hält. Nicht später, nicht mehr mit 26. Mhm. Das war natürlich ein Schock. Ein Schock, der damals auch ganz Deutschland erfasst hat. Und Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, hat sich damals bei Ihnen entschuldigt. Auch da hören wir einmal kurz rein. Einige Angehörige standen Jahre selbst zu Unrecht unter Verdacht. Das ist besonders beklemmend. Dafür bitte ich Sie um Verzeihung. Das ist natürlich eine starke Aussage. Ist man in der Lage, in so einem Moment dann Frieden zu machen? Oder sagt man, ich nehme das zwar zur Kenntnis, aber es kann nicht wieder gut machen, was da passiert ist? Genau so war es. Also natürlich nehme ich das zur Kenntnis. Und es ist ja schon mal wirklich eine Sicht, dass man einsieht, dass da Fehler passiert sind. Mhm. Das ist schon mal auch wirklich schön, dass man das endlich mal einsieht. Aber dann denke ich mir, kann man diese 13 Jahre, was ich durchgelebt habe, in 3 Sekunden, ich entschuldige mich dafür, wieder gut machen? Das geht einfach nicht so. Und nachvollziehbar. Dennoch habe ich das als eine sehr, sehr ehrliche und sehr aufrichtige Entschuldigung empfunden. Und man hatte schon das Gefühl, dass das auch was ausgelöst hat und möglicherweise auch einen Wandel auch in den Köpfen so ausgelöst hat. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, ein sehr bewegendes Buch. Warum haben Sie dieses Buch gemacht? Also es gibt mehrere Gründe für dieses Buch. Zum Ersten wollte ich einfach meinem Vater ein Gesicht geben, was für ein Mensch er war. Weil jahrelang hat man wirklich über ihn gelesen, angeblich er war ein Drogendealer und die Ermittler haben gesagt, was sie sagen wollten. Die Medien haben geschrieben, einfach was sie schreiben wollten. Mhm. Aber was für ein Mensch er wirklich war. Und ich als Tochter habe mich dafür verantwortlich gefühlt, ihn zu beschreiben. Ein weiterer Grund, ich wollte einfach jetzt kurz vor Prozess einfach einen Druck erzeugen, mit der Öffentlichkeit zusammen. Mhm. Und ein weiterer Grund ist, ich wollte an ihm gedenken, natürlich mit diesem Buch. Das ist gelungen und würde gerne zum Schluss 2 sehr persönliche Fragen stellen. Sie haben sich irgendwann verliebt in der Türkei,
in einen jungen Türken, haben diesen Mann auch geheiratet, sind mit dem zusammen und leben jetzt in der Türkei. Warum? Warum wollten Sie weg aus Deutschland? Also nach dem 4. November habe ich mich intensiv mit Fragen beschäftigt. Bin ich überhaupt in Deutschland zu Hause? Bin ich in diesem Land sicher, wenn es Menschen gibt, die jahrelang rauben, morden können und wirklich unentdeckt bleiben? Und das war auch wirklich zu dem Zeitpunkt, als ich mit meinem Mann uns die Frage gestellt haben, wo werden wir leben? Da kam für mich definitiv in Frage erstmal.